Tja, meine Damen und Herren, es funktioniert gut, die Technik. Also wenn Sie jetzt sehen, jetzt spricht ein Geisteswissenschaftler kein PowerPoint, da kann auch nichts schief gehen. Ne? Also vielleicht kann ich ganz schlecht reden, aber ich habe mich gefragt, warum ich eingeladen worden bin. Wahrscheinlich einmal, weil ich Franke bin, also Unterfranke, nicht Bayreuther Franke. Und zum Zweiten, naja, wahrscheinlich, weil ich eben in Silicon Valley lebe. Ich bin sozusagen das Silicon Valley Eingeborene, nicht? Wie Stefan Sattler gesagt hat, ich lebe seit 1989 in Stanford. Ich wohne auf dem Campus der Universität. Und ich denke, die meisten von Ihnen wissen, dass das die Universität ist, die bis heute in einem osmotischen Verhältnis mit Silicon Valley lebt. Ja? Also die ersten Impulse der elektronischen Technologie kommen vom Stanford Campus. Der erste Chip ist in Wirklichkeit auf dem Stanford Campus gebaut worden. Sie wissen, alles, was in Amerika neu ist, wird immer in einer Garage erfunden. Es gibt tatsächlich in Palo Alto, der Stadt neben Stanford, eine Garage, wo gesagt wird, hier ist der erste Chip gebaut worden. Aber Hewlett und Packard waren Doktoranden in Stanford und haben da den ersten Chip gebaut. Und seitdem, Sie wissen, die Google-Gründer zum Beispiel haben zwar das Studium nie abgeschlossen, kommen aber aus Stanford und so weiter. Also wir haben ein osmotisches Verhältnis mit der Universität. Was interessant ist, ist, dass auch die Idee des Startups aus Stanford kommt. Und die kommt aus einer Zeit, als in Nordkalifornien es überhaupt keine Industrie gab. Da gab es eigentlich nur Weinbau. Und das bedeutet, dass die Ingenieurstudenten keine Stellen kriegten. Und da hatte ein Dekan, Terman hieß der, Dekan der Ingenieurswissenschaft, die Idee des Startups. Und das war die Idee, dass größere Firmen, kleinere Firmen finanzieren, um sich Konkurrenz in die Haut zu setzen, um sich Konkurrenz zu schaffen. Eine sehr kapitalistische und ich würde mal provokant sagen, undeutsche Idee. In diesem Environment lebe ich seit 30 Jahren. Ich lebe mit großer Begeisterung da, das ist für mich zu Hause. Ich lebe mit Stolz in Silicon Valley so sehr, dass ich mich verstiegen habe. Das ist der Titel des Buchs, das Stefan Sattler erwähnt hat, ein Buch zu schreiben mit dem Titel Der Weltgeist in Silicon Valley. Was bedeutet der Titel? Einige von Ihnen werden wahrscheinlich wissen, dass dieser Begriff Weltgeist von dem großen Philosophen Hegel stammt, in Stuttgart geboren, aber eigentlich hier in Franken, in Nürnberg, zu seinem eigentlichen Form aufgelaufen. Hegel war besessen von der Idee, dass sich der Geist, der zentrale Geist, in verschiedenen historischen Momenten an anderen Orten verkörpert. Zum ersten Mal hat er 1807 die Idee gehabt, als er in Jena gearbeitet hat, geht er morgens zur Universität und sieht Napoleon, der die Deutschen gerade geschlagen hatte, auf dem Rücken eines Pferdes durch die Stadt reiten. Und da sagt er, ich habe den Weltgeist gesehen. Ich habe den Weltgeist verkörpert gesehen. Später, als guter Professor, hat er dann gedacht, der Weltgeist ist wahrscheinlich an seinem Lehrstuhl in Berlin verkörpert, in sich selbst verkörpert, bis er 1831 gestorben ist. Und ich habe mich im Ernst gefragt, wenn Hegel sich heute diese Frage stellen würde, wo wäre der Weltgeist dann eigentlich? Und meine Behauptung wäre, in Silicon Valley. Und zwar nicht wir, die Philosophen in Silicon Valley, die Silicon Valley beobachten, sondern die Leute, die Code schreiben. Nicht? Früher hat man gesagt, programmieren. Die Leute, die zum Beispiel heute an künstlicher Intelligenz arbeiten. Ich denke, das ist der Moment, der die Welt am meisten beeinflusst. Ich sage auch gerne, und will Sie damit provozieren, ich lebe da, wo das 21. Jahrhundert stattfindet. Gut, jetzt habe ich schon ein bisschen provoziert, habe ich aus der rechten Ecke gehört, das hat er ganz gut angefangen. Allerdings, ich bin Literaturwissenschaftler und Philosoph, ich besitze nicht einmal ein Cellphone, ich beobachte Silicon Valley und ich beobachte Silicon Valley mit Anteilnahme und Begeisterung. Vielleicht ist das in zweierlei Hinsicht untypisch, also einmal sehen Sie hier jemanden, der sich hier am Katheter festhält, der kein PowerPoint hat. Das wird also vom Stil her vielleicht etwas akademischer, als es bisher war. Dafür entschuldige ich mich, wenn Ihnen das nicht gefällt. Und ich möchte Ihnen einige philosophische Gedanken über Silicon Valley nicht mit auf Ihren weiteren Lebensweg geben, sondern damit sozusagen vielleicht Gedanken bei Ihnen anstoßen. Was untypisch dabei ist, ist, dass ich ein sehr positives Verhältnis zu dieser Technologie, zu diesem Ort von Silicon Valley habe, denn man muss eigentlich als Intellektueller, auch als amerikanischer Intellektueller, als Geisteswissenschaftler in Stanford kritisch sein.
Kritisch will ich sein, aber ich bin trotzdem positiv, was Silicon Valley angeht. Worüber werde ich reden? Ich habe von Frau Czerny, ich bedanke mich für die Einladung, drei Fragen bekommen. Und auf die drei Fragen werde ich versuchen zu antworten. Die erste Frage: Was unterscheidet die Electronic Natives, also die Studenten der jetzigen Generation, die jungen Leute der jetzigen Generation, aus meiner Perspektive von den Generationen vorher? Was macht die Electronic Natives speziell? Zweite Frage, um die geht es mir besonders: Wie unterscheidet sich technologisch gesehen Silicon Valley zum Beispiel von Bayreuth, zum Beispiel von Franken, Bayern und so weiter und so weiter? Inwiefern ist das ein anderes Milieu? Und die dritte Frage, wie kann man die Zukunft und künstliche Intelligenz zusammendenken, wobei ich künstliche Intelligenz jetzt nicht in dem instrumentalen Sinn verstehe, wie es heute Nachmittag schon zweimal verstanden worden ist, also künstliche Intelligenz, die man dann einsetzt als ein Instrument, sondern künstliche Intelligenz im Sinn dessen, was man in Silicon Valley Singularity nennt, künstliche Intelligenz mit dem Ehrgeiz geschaffen, eine Intelligenz zu schaffen, die der menschlichen Intelligenz überlegen ist. Das ist die Frage, mit der ich abschließen möchte. Aber zunächst zu den Electronic Natives. Was unterscheidet die von den anderen Generationen? Also ich habe viele, viele Jahre unterrichtet und erst in den letzten Jahren meines Unterrichts habe ich dann auch nicht Silicon Valley Natives, aber Electronic Natives unterrichtet. Da möchte ich Ihnen ein Buch empfehlen, das von dem kürzlich verstorbenen französischen Philosophen Michel Serres, S-E-R-R-E-S, geschrieben worden ist. Auf Französisch im Original heißt das La Poussette. Übersetzt, schwer zu übersetzen, würde man sagen, die Däumlingen. Und er verwendet diese Metapher Däumling für die Electronic Natives. Michel Serres hat, glaube ich, ein Handy gehabt im Gegensatz zu mir, war aber sonst von der elektronischen Technologie so weit entfernt wie ich, hat aber mit Sympathie über die Electronic Natives nachgedacht. Und die erste These von Michel Serres, und das ist meine erste philosophische These, und ich denke, ich finde die sehr interessant, ist die folgende. Was sich verändert hat durch elektronische Technologie, ist, dass zum ersten Mal die Vermittlung von Wissen, aber auch das Aufheben von Wissen zum ersten Mal seit der antiken griechischen Kultur nicht an die Form von Texten gebunden war. Vorher war Wissen immer in Texten, in Textform. Ob das Enzyklopädien waren, ob das Bücher waren, ob das Beschreibungen waren, aber es war immer an Textform gebunden. Elektronisch hingegen ist uns Wissen in einer Art und Weise zugänglich, die nicht mehr an die Form des Textes gebunden ist. Das ist die These von Michel Serres, aber ich würde sie Ihnen hier nicht vortragen, wenn ich nicht damit einverstanden wäre. Also Wissen ist nicht mehr an Textform gebunden. Es wird immer noch sehr viel in Texten gebraucht, aber es ist nicht mehr notwendig an die Textform gebunden. Was sind die Konsequenzen, die man damit verbinden kann? Jetzt will ich Sie fragen, weil das jetzt so ein bisschen ein anderer Rhythmus ist als vorher. Ist das okay für Sie? Ist es schrecklich langweilig? Ist auch nicht zu schnell? Geht so. Ja? Geht so. Okay. Also geht so im Sinn von gut. Ja? Okay, geht so. Die erste Konsequenz, das ist jetzt meine Beobachtung, ist die, dass diese Electronic Natives, meine zwei jüngeren Kinder, ich habe vier Kinder, sind 1989 geboren, 1991 geboren. Mein Sohn war die letzte Generation in Palo Alto, das ist die kleine Stadt, etwa so groß wie Bayreuth, die neben Stanford liegt. Das war die letzte Schulklasse, die Schreiben mit einem Bleistift gelernt hat. Meine Tochter 91 hat mit Keyboard angefangen. Und obwohl mein Sohn in seinem Beruf wesentlich mehr Elektronik verwendet, ist meine Tochter, die zwei Jahre jünger, ist diejenige, für die eigentlich das Keyboard sozusagen ein Organ ist. Also die kann man sich ohne Elektronik nicht vorstellen. So, diese Generation, das war meine Erfahrung als Universitätslehrer, kann wesentlich schneller als meine Generation zum Beispiel, und zwar auf dem Bildschirm eines Computers, große Textmengen im Hinblick auf Informationen durcharbeiten. Die lesen nicht mal quer, aber die können 400, 500 Seiten in ein paar Stunden durchlesen und bekommen alles mit. Aber, und das war vor allem meine literaturwissenschaftliche Erfahrung, es ist schwieriger, diese Generation aufmerksam zu machen, in dieser Generation eine Sensibilität zu entwickeln für die Form von Texten. Ja, also es ist sehr schwer zu sagen, ein Gedicht
ist mehr als nur die Information, mehr als nur der Inhalt, der in dem Gedicht rumkommt. Oder zum Beispiel eine Sensibilität zu entwickeln für rhetorische Formen. Ja? Vielleicht ist deshalb heute der PowerPoint-Vortrag normal geworden. Der PowerPoint-Vortrag hat keine rhetorische Form, sondern sie zeigen Bilder und verweisen immer auf die Bilder. Der hat aber keine rhetorische Form mehr. Also das ist gar kein Nachteil. Die Leute sind sehr viel besser im Durcharbeiten von Informationen, aber haben nicht diese Sensibilität von Formen. Ich glaube zweitens, dass in dieser Electronic Native Generation alles, die gesamte menschliche Existenz, immer auf Kommunikation umgerechnet wird. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Ich habe in einer Pflichtvorlesung für Freshmen, also für Studenten des ersten Studienjahres, habe ich das Thema gewählt. Das war dem Präsidenten der Universität nicht ganz richtig, aber ich habe es durchgesetzt, The Pleasures of Sex. Ja, der Präsident sagt, The Pleasures and Problems of Sex. Ich habe gesagt, nein, nein, nur The Pleasures of Sex. Und dann habe ich nach der zweiten Vorlesungsstunde, das waren 300 Studenten, die Studenten gefragt, What's so good about sex? Und mehr als 95% haben geantwortet, Well, sex gives me the possibility to express my love for my partner. Und dann habe ich zurückgesagt, nein, das ist nicht Sex. Ja, dafür verwendet man Sprache. Wie soll man denn einen Relativsatz zum Beispiel sexuell ausdrücken? Oder ein Konjunktiv, Konjunktiv sexuell ausdrücken wäre besonders interessant. Aber ist klar, also Sex ist sozusagen immer schon Kommunikation. Und ich habe mich in dieser Vorlesung dann verpflichtet, am Ende die letzten 10 Minuten selbst über ein spezielles Pleasure of Sex zu reden. Und an dem Wochenende, nach dem Freitag, als ich geredet habe über Pleasure through Pain, Masochismus, Pleasure through Pain, kamen am nächsten Dienstag, nach der nächsten Vorlesungsstunde, 4 Studenten und sagten mir, We have tried out what you said in our dorm, it was quite interesting. Ja, das scheint mir typisch zu sein für die Generation. Also das sind keine Dual Relationships, sondern man probiert das dann im Dorm aus und das ist auch Kommunikation. Ja. Und ich sage das nicht nur negativ, das ist ein völlig anderes Verhältnis zur Sexualität. Ja? Ein sehr unemphatisches Verhältnis zur Sexualität, wo Sexualität und Leidenschaft überhaupt nicht verbunden sind. Das macht mich traurig, aber ich bin ja auch 71. Und schließlich, und das wäre auch etwas Spezifisches für diese Generation, früher war der zentrale Satz für die Vereinigten Staaten, der zentrale Satz für den Kapitalismus, kritisch oder positiv, alles ist möglich. Der spezielle Silicon Valley-Satz ist nicht everything is possible, but nothing is impossible. Und nothing is impossible, meine ich, das ist typisch für die Electronic Native, ist radikaler. Denn wenn Sie sagen, everything is possible, bedeutet das, alles, was Sie sich vorstellen können, kann realisiert werden. Aber wenn Sie sagen, nothing is impossible, schließt das alles, was Sie sich vorstellen können, ein, plus Dinge, die Sie sich nicht vorgestellt haben. Das heißt, dass diese elektronische Technologie bestimmte Wünsche existenziell möglich macht, bestimmte Begierden existenziell möglich macht, die man sich vorher nicht vorgestellt hat. Ja, das scheint mir auch typisch zu sein für die Electronic Natives und vielleicht erklärt das dann das Wochenende im Studentenheim, wo sie versucht haben, Pleasure through Pain auszuprobieren. Also, ich könnte jetzt hier noch weitermachen, aber das sind einige Überlegungen zu den Electronic Natives. Vielleicht noch das eine Beispiel. Diese Electronic Natives schockieren manchmal uns Professoren. Ich erinnere mich an ein Kolloquium, wo ein damals 20-jähriger Student des dritten Jahres, ein Junior, also ein Undergraduate, der studiert ein Double Major, Computer Science and Comparative Literature. Er hat ein Start-up, dessen Wert etwa auf 1,5 Milliarden geschätzt wird und er ist an der Vorfront von Artificial Intelligence, also er schreibt Artificial Intelligence. Und der sagte plötzlich bei dem Kolloquium, bei einer Wortmeldung, In 30 years, poverty will no longer exist, because we can actually handle poverty with electronic technology. Und dann saß im Hintergrund ein Kollege von der Humboldt-Universität und der hat geschäumt. Ja? Der hat geschäumt und hat gesagt, wie können Sie sowas sagen? Also es wurde fast handgreiflich.
Und dann sagte mein Student, der Sam Ginn heißt, and by the way, I will not die. Death is also unnecessary. Und dann hat mein Kollege aus Berlin noch mehr geschäumt. Ich habe auch ein bisschen geschäumt. Und dann sagte der Student ganz ironisch, and if there's no death, you humanists will have nothing to talk about. Ja? Also er kam dann am Ende mit einer, jetzt hätten Sie lachen sollen, er kam am Ende mit einer ironischen Variante. Also diese Generation ist nicht nur die Generation, die Sex im Dorm aus Langeweile am Wochenende ausprobiert. Es ist ein anderes intellektuelles Profil und ein sehr interessantes intellektuelles Profil. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, dass dieser Double Major, und ich habe jetzt gehört, es gibt ja auch hier in Bayreuth eine Reihe von Double Majors, Philosophie zum Beispiel und BWL und so weiter und so weiter. Also es ist sehr interessant, dass dieser Double Major sehr erfolgreich ist. Unsere Kollegen von Computer Science sagen, dass die Elite ihrer Studenten, das Wort Elite kann man in den USA verwenden, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, dass die Elite ihrer Studenten Computer Science and Philosophy oder Computer Science and Comparative Literature machen. Und zwar nicht so als Vorgarten, also man macht zur Entspannung am Wochenende oder weil das nicht so stressig ist am Wochenende Comparative Literature. Nein, weil sie glauben, sie schreiben besser Code, sie programmieren besser, wenn sie Philosophie oder Comparative Literature machen. So viel zur ersten Frage. Ich würde Ihnen gerne noch viel, viel mehr erzählen, aber jetzt zur zweiten Frage. Also inwiefern ist aus technologischer Perspektive gesehen, jetzt habe ich noch 3 Minuten, nein. Aus elektronischer Perspektive gesehen, Silicon Valley verschieden zum Beispiel von Bayreuth. Also wenn Sie da waren, wissen Sie es, erstmal Silicon Valley ist kein Tal, nicht, das wird im amerikanischen Englischen verwendet wie Gebiet, also wie Ruhrgebiet, Silicon Gebiet. Es ist auch irgendwie nicht geografisch umschrieben, es ist so eine Strecke von kleinen Städten zwischen San Francisco im Norden und San Jose im Süden. Aber es ist keine geografische Einheit eigentlich. Also es ist nicht umschrieben. Und wie kann man jetzt also Silicon Valley in dieser Weise beschreiben? Auf den ersten Blick sieht es nicht anders aus als hier. Und ich denke auch nicht unbedingt, dass die Leute mehr ihre Cellphones, also ihre Handys benutzen oder mehr Computer benutzen als hier. Wobei ich denke, dass im europäischen Kontext habe ich den Eindruck, dass Deutschland nicht ein stark elektronisches Land ist. Ich meine jetzt gar nicht von der Produktivität, sondern von der Benutzung der Elektronik. Ja? Also das einzige Land in der EU, was ich kenne, wo man manchmal nicht mit einer Kreditkarte zahlen kann, ist Deutschland. Ja? Vor allem in Schumanns in München, in der emblematischen Bar von München auf der Prinzregentenallee. Naja, also jedenfalls, aber das ist bei uns nicht anders. Der Unterschied ist erstens, dass es keine staatlichen Programme zur Verbreitung von Elektronik gibt. Also was jetzt zum Beispiel an Berliner Schulen oder vielleicht auch an anderen Schulen, privaten Schulen vor allem, modisch geworden ist, dass man schon am Anfang so ein Paket mit Programmen kriegt, wenn man die Schule beginnt. Oder dass man damit wirbt, das gibt es eigentlich bei uns nicht. Aber es gibt vor allem, und das scheint mir interessant, es gibt keine staatliche und es gibt keine nationale Diskussion über die Ethik der Verwendung von elektronischer Technologie. Wobei das Wort Ethik überhaupt, Sie können sagen, das typisch amerikanisch, weniger verwendet wird. Gestern Abend war ich in einer Diskussion in Berlin, wo eine deutsche Kollegin sagte, Philosophin, das Individuum wird der elektronischen Technologie immer unterlegen sein. Wir brauchen deshalb eine generelle Ethik, die dann vom Staat verpflichtend gemacht wird, um uns richtig zu verhalten. Das gibt es bei uns sicher nicht. Das gibt es aus soziologischen Gründen nicht, weil ich glaube, dass die ganze Reflexionsbreite von Ethik in den Vereinigten Staaten stärker individuell ist als Deutschland. Es gibt sozusagen nicht diese kantische kategoriale Ebene, aber auch die Idee, dass der Staat etwas Ethisches durchsetzen sollte, ist uns, glaube ich, nicht nur in Trump-Zeiten sehr fern. Ich denke, wie Max Weber, der Soziologe, das sehr gut beschrieben hat, der Raum der Ethik in den Vereinigten Staaten sind religiöse Gemeinschaften, aber diese religiösen Gemeinschaften, deren Mitglied ist man immer aus einer privaten Entscheidung. Also es gibt keine allgemeine Diskussion darüber, was sozusagen die Grenzen oder die Nichtgrenzen des Umgangs mit elektronischer Technologie sein sollen.
Und das, meine ich, ist die große Veränderung. Das ist eine Veränderung, die Sie nicht sehen können. Eine Veränderung, das ist eine Absenz. Die Absenz der Diskussion darüber, wie man die Möglichkeiten, die Konsequenzen elektronischer Technologie verändern soll. Und das, meine ich, erklärt, warum Silicon Valley zwar kein geografischer Raum ist, aber vielleicht der Raum einer Stimmung. Es gibt so etwas wie eine Stimmung von Silicon Valley. Es gibt eine Stimmung von Silicon Valley, die zum Beispiel den Satz erklärt, nothing is impossible. Es gibt eine Stimmung von Silicon Valley, die erklärt, warum Ihnen viele Leute sagen, sie programmieren besser, wenn sie in Silicon Valley sind. Also dieser Sam Ginn zum Beispiel, von dem ich geredet habe, der ist aus Chicago und Detroit, der sagt, er bleibt im Sommer in Silicon Valley, weil er da, wenn er an künstlicher Intelligenz arbeitet, erfolgreicher arbeitet als in Chicago. Er kann das nicht erklären. Er sagt, it's a question of environment. Ja? Und ich denke, das hat damit zu tun, dass es diese generellen negativen Diskussionen, was müssen die Grenzen sein, dass es die nicht gibt. Wir haben in einem Seminar versucht, das mit dem Begriff Bliss zu beschreiben. Bliss als Beschreibung einer Stimmung. Nicht? Bliss ist ein Wort, was sehr schwierig aus dem Englischen zu übersetzen ist, vielleicht so etwas wie ekstatischer Optimismus, ekstatisches Glück. Also wir haben Silicon Valley als eine Zone des Bliss versucht zu beschreiben. Ob das richtig ist, weiß ich nicht. Aber das war ein Experiment. Also Bliss wäre sozusagen die Stimmung, innerhalb derer man besser Code schreibt, in der man besser und weiterkommt mit künstlicher Intelligenz. Und das scheint zunächst einmal abzuhängen von einer bestimmten Soziabilität. Was ist die typische Soziabilität von Silicon Valley? Das ist nicht Google oder Apple, das sind relativ kleine Firmen. Firmen mit 5 bis 15 Mitarbeitern, die sehr wenig vertikal, sehr wenig hierarchisch sind. Und diese Firmen stehen untereinander in einer ganz scharfen Konkurrenz, nicht? In einem ganz scharfen Konkurrenzkampf. Ganz im Gegensatz zu hier, ich hatte mal eine Podiumsdiskussion mit dem regierenden Bürgermeister in Berlin, er sagt, wir haben ganz viele Start-ups in Berlin. Und dann habe ich ihn gefragt, und ich erfinde das nicht, regierender Bürgermeister, wie viel von den Start-ups schreiben schwarze Zahlen und wie viel schreiben rote Zahlen? Das wusste er nicht. Und das ist natürlich genau die Frage. Also 3 von 4 Start-ups gehen pleite. Und dann fängt man einen neuen Start-up an. Das ist eine ganz, ganz scharfe Konkurrenz. Innerhalb der kleinen Firmen, wenig Vertikalität, wenig Hierarchie, aber dann eine ganz scharfe Konkurrenz. Und das scheint mir die Voraussetzung für diese Situation von Bliss zu sein. Und das produziert das, was man Intensität nennt. Ich denke, Intensität ist die zentrale Beschreibung dessen, was in Silicon Valley passiert. Intensität, wie Sie wissen, ist heute ein Wort, wenn Sie mich fragen, was ist das Wort, dessen Bedeutung in den letzten 10 Jahren am deutlichsten positiv geworden ist und das man heute unendlich mehr verwendet als vor 10 oder 15 Jahren, das ist Intensität. Wenn Sie jemand fragt, wie war der Abend und Sie sagen, bei intensiv, das ist immer positiv. Nicht? Das ist das Gegenteil von Stress, das positive Gegenteil von Stress. In Deutschland sagt man mehr Stress als Intensität. Aber was ist Intensität? Darüber gibt es sehr wenig in der Philosophie. Es gibt eine Definition von 2 französischen Philosophen mit dem Namen Deleuze und Guattari. Das kann man aber auf Amerikanisch nicht aussprechen. Amerikaner könnte man nur sagen Deleuze, Deleuze und Guattari. Und die sagen, und das finde ich sehr interessant, Intensität ist eine anonyme Bewegung, die von totaler Entropie, also einer Situation, in der alles möglich ist, zu einer Situation führt, die man als schwarzes Loch beschreiben kann, zu einer Situation führt, in der man keine Auswahlmöglichkeiten mehr hat, zu einer Situation führt, die suchtähnlich ist. Das wäre Intensität und ich denke, das ist auch eine ambivalente Beschreibung der Stimmung von Silicon Valley. Was wäre dann die Herausforderung dieser Intensität? Die Herausforderung dieser Intensität wäre metaphorisch gesprochen, dass es Ihnen gelingen muss, wie beim Surfen sozusagen, dass es Ihnen gelingen muss, wie beim Surfen auf den Strom dieser Intensität zu kommen, von dieser Intensität inspiriert zu werden, aber sich zu distanzieren von dieser Intensität, bevor es suchtartig wird, bevor Sie nur noch 24 Stunden programmieren können und dann nicht mehr gut programmieren. Ja? Also das wäre die Frage, in Silicon Valley sein, sich inspirieren lassen von dieser Intensität, aber zugleich nicht zum Opfer dieser Intensität werden und, würde ich behaupten, darüber keine generelle Diskussion führen. Das lässt sich nur individuell entscheiden.
Und das erklärt am Ende das, was ich das Paradox von Silicon Valley nenne. Das Paradox von Silicon Valley in dem Sinn, das haben Sie sich sicher alle schon überlegt, dass die elektronische Technologie die Technologie ist, die eigentlich den Stellenwert des Raums im menschlichen Leben eliminiert hat. Raum ist nicht wichtig. Wenn Sie bei Google arbeiten, können Sie auch aus Sri Lanka arbeiten oder aus Feuerland arbeiten oder aus Hammerfest arbeiten. Sie müssen nicht in Mountain View sein. Und trotz dieser Tatsache wird Silicon Valley immer voller. Das kann man an den Mietpreisen sehen. Also ein One-Bedroom-Apartment, und das ist so wie im Studentenheim wohnen, One-Bedroom-Apartment nicht weiter als eine Meile von Google weg, kostet nicht unter $7,000 im Monat. Und immer mehr Leute wollen das zahlen. Immer mehr Leute wollen das zahlen, weil sie in Silicon Valley sein wollen. Und ich glaube nicht, wie man in Europa sagt, weil sie networken wollen, weil sie Leute kennenlernen wollen. Sie werden Steve Jobs nicht kennenlernen, weil er schon tot ist. Nicht, weil sie networken wollen, sondern weil sie daran glauben, dass diese Stimmung in Silicon Valley inspirierend ist. Und ich glaube das auch. Ich schreibe keinen Code, aber ich denke, dass es für meine Arbeit, für meine philosophische Arbeit, für meine literaturwissenschaftliche Arbeit gut ist, da zu leben. Also dass auch ich von dieser Stimmung lateral zumindest profitiere. Und weil einige von Ihnen jetzt schon ein bisschen gestresst aussehen, möchte ich ankündigen, jetzt kommt noch eine letzte Reflexion. Und diese letzte Reflexion ist über Artificial Intelligence, über künstliche Intelligenz. Und noch einmal, nicht die instrumentale künstliche Intelligenz, sondern Singularity. Also der Weg hin zu dieser Möglichkeit, ob sie sich je einstellen wird, wissen wir nicht, elektronisch eine Intelligenz zu erzeugen, die größer ist als die menschliche Intelligenz. Zunächst, was ist der Status dieser Entwicklung von künstlicher Intelligenz? Da ist ganz offenbar 2012 ein Schwellenjahr, weil man seit den kybernetischen Anfängen bis 2012 versucht hat, bei der Produktion von künstlicher Intelligenz das menschliche Gehirn oder das menschliche Bewusstsein zu kopieren. Ja? Also künstliche Intelligenz war immer eine Struktur in Analogie zum menschlichen Bewusstsein oder in Kopie des menschlichen Bewusstseins. Seit 2012 hat etwas Neues begonnen und das ist das, was man Deep Learning nennt. Das heißt, das sind Algorithmen, die sich selber verbessern, die auch wenn sie sich an einem Tag verbessert haben, am Abend einen motivierenden Bonus bekommen. Aber es ist wichtig zu wissen, dass der Programmierer, der diesen Code schreibt, nicht weiß, was sich intern abspielt. Das heißt, es gibt eine Entwicklung zu immer größerer Intelligenz in Deep Learning, die, meine ich, zu einem gewissen Grad schon außerhalb der menschlichen Kontrolle ist. Deswegen glauben die Leute, die künstliche Intelligenz schreiben, dass wir möglicherweise schon ganz nah dran sind, vielleicht 1000 Jahre entfernt, vielleicht einen Tag entfernt, aber sind optimistisch, dass das eines Tages stattfinden wird. Allerdings nicht der Gestalt, dass man sagt, und dann ziehen wir schnell das Kabel aus dem Stecker. Nicht? Das würde diese künstliche Intelligenz schon antizipiert haben. Also das könnte gefährlich werden. Jetzt möchte ich Ihnen einen soziologischen Unterschied kommentieren. Die Diskussion, die Sie aus Silicon Valley wahrnehmen, über künstliche Intelligenz, sind immer Diskussionen von Leuten, die früher einmal Code geschrieben haben, aber heute nicht mehr Code schreiben. So wie Mark Zuckerberg zum Beispiel oder wie Elon Musk zum Beispiel, der nicht ganz so verrückt ist, wie es in den deutschen Zeitungen steht. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass es keine deutsche Tageszeitung gibt, wo nicht pro Tag mindestens ein Artikel über einen Tesla-Unfall drinsteht? Nicht? Fragen Sie sich mal, warum die deutsche Industrie so nervös ist mit Tesla. Ja? Warum sind die so nervös? Und warum ist es noch nie gelungen, in Deutschland ein elektrisches Auto zu bauen, was sexy ist? Ja, also sie sind alle ganz elektrisch, das gelingt schon, aber was attraktiv ist, ist irgendwie nicht gelungen. Ne? Also ja gut, ich will jetzt nicht kommentieren, weil vielleicht haben einige von Ihnen den BMW, von dem ich gerade sprechen wollte, von dem spreche ich jetzt nicht, weil ich bin sehr begeistert, meine Frau hat einen Tesla und ich darf manchmal auch fahren. Okay, also jetzt, die Leute, die kommentieren, Elon Musk und Zuckerberg, die führen eine Diskussion darüber, ob es nicht zu gefährlich ist, dass man diese Singularity weiter verfolgt. Und die reden so, als könnte man das noch abstellen. Wobei ich glaube, dass mit der Phase des Deep Learnings, das ist schon zu spät zum Abstellen. Aber das Interessante ist, wenn Sie mit den Leuten reden, die wirklich Code schreiben,
Und das sind meistens Leute, die eher 20 als 30 sind, die wirklich Code schreiben, die werden Ihnen sagen, selbst wenn Todesstrafe darauf stünde, wir würden weitermachen, weil es eine Leidenschaft ist, wir wollen das schreiben. Und Sie wissen, dass es sehr gut möglich ist, dass diese der menschlichen Intelligenz überlegene Intelligenz zum Beispiel mit den Menschen Schluss machen würde. Ja, also alle Menschen exterminieren würde, wobei für mich eigentlich der Albtraum ist, dass diese neue künstliche Intelligenz Menschen niedlich finden würde und alle 7 Milliarden Menschen in Streichelzoos einsperren würde. Ja? Und dann am Wochenende immer käme, weil sie ja keine Substanz haben, sondern nur Programme sind, um sozusagen zu streicheln. Das fände ich eigentlich noch schlimmer als die Extermination of Humankind. Also diese Leute leben mit dem Risiko und ich glaube, solange die Entwicklung von Singularity weitergeht, stehen wir alle unter diesem Risiko. Und jetzt müssten Sie eigentlich als gute EU-Bürger sagen, wie kann ich denn da leben? Wie kann ich denn da in Silicon Valley leben? Ich lebe da, weil ich glaube, dass Intensität, das, was man auf EU-Deutsch Stress nennt, existenziell lebenswert ist. Ich lebe lieber in einer Risikokultur als in einer Fehlervermeidungskorrektur. Recht herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.